Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichte und Architektur vor Ort. Wir haben wenig Jahreszahlen und keine Fremdwährung. Unser Ziel heute, Hanau. Sieht interessant aus. Ja, es ist es auch. Eine Stadt der Moderne und der Geschichte. Auch schöne Architektur gibt es. Wir sind auf der Erde. So, ja, geh nach Europa. BRD. Eine kleine Karte der BRD mit den Bundesländern und wir gehen genauer gesagt nach Hessen, hier orange markiert. Hier haben wir eine Detailkarte, Kreis Main-Kinzig, grün, das ist unser näheres Ziel. Und hier eine kleine Übersicht, da haben wir die alte Handelsstraße, die nach Frankfurt an der Oder geht. Die Kinzig, die mündet bei Hanau in den Main ein. Ein idealer Ort. Und hier sehen wir ein Modell der Neustadt im Vordergrund, eigentlich mehr ein Grundriss, richtig. Wenn wir durch die Neustadt gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann Augen offen halten, sehen wir doch ab und zu solche kleinen vermauerten Spolienteile. Die erinnern dran. Hier haben wir einen kleinen Grundriss. Die Kinzig umfließt die Stadt, eine Wasserburg im 12. Jahrhundert in der Altstadt, 14. Jahrhundert Stadtrechte. Rot markiert der Festungsgürtel. 18. Jahrhundert ist aber heute nicht mehr da, lassen wir weg. Ab 1597 Auf- und Ausbau der Neustadt unter ganz besonderen Bedingungen. Wir gehen zunächst zur wallonisch-niederländischen Kirche. Wallonisch-niederländisch, ja, hier, so sieht das aus auf dem neu gestalteten Platz. Die Kirche ist nie ganz fertig geworden. Nicht wieder ganz fertig geworden, muss man sagen. Achteckig, ja, so ein bisschen der Grabeskirche nachempfunden. Seht, was sind Hugenotten und Wallonen? Wo kommen die her? Hier haben wir eine kleine Übersicht. Wer mag, kann das Video anhalten und sich das mal durchlesen. Für uns sei nur gemerkt, in Frankreich, der Johannes Calvin, der gründet den Calvinismus auf der lutherischen Lehre. Zunächst geht's gut, dann nicht. Und dann gibt es die Hugenottenkriege. Und Tausende, Zehntausende fliehen. Und unter anderem hat da der Mäzen von Hanau zu dieser Zeit einen Vertrag geschlossen. Hier seht, da ist der Grundriss der Kirche im Stadtplan, wenn man so sagen darf. Und warum nun ist die Kirche nicht ganz wieder aufgebaut? Nun, März 1945, bekanntes Datum, Zweiter Weltkrieg, total zerbombt, die ganze Stadt. Ja, dann hat man eben soweit wieder aufgebaut. Doch hier haben wir den Mäzen, Graf Philipp Ludwig II. Aus dem Hause Hanau-Münzenberg. Hanau ist Residenzstadt. Ja. Und der schloss 1597 einen Vertrag mit Hugenotten und Wallonen. Und die kamen dann, Tausende, und bauten die Neustadt auf. Ihr seht, 1608 übergeben sie ihm den Schlüssel zur Kirche. Die hatten sie für sich gebaut, aber zu seinen Ehren. Fleißige Leute waren das. Handwerker, Künstler, Korbmacher, Goldschmiede. Ein reicher Aufschwung, eine glückliche Zeit für Hanau. Ja, es gab auch andere, doch da kommen wir noch dazu. So, unser Weg führt uns jetzt weiter auf den Marktplatz der Neustadt mit dem Neustädter Rathaus. Hier seht ein schöner Brunnen, Blickfang für das Rathaus, welches im Moment gerade wieder einer Renovierung untergeht. Der Brunnen mit dem Hanauer Wappen und dem Löwen, der die Zunge herausstreckt, legt euch nur mit mir an. Und hier im Vorfeld des Rathauses die Gebrüder Grimm, ja, auch sie Söhne Hanaus. Die, die die Märchen aufschrieben und dem Volke aufs Maul schauten. Aber gut gelungen. Das Rathaus als solches aus der Zeit des Barock, ein Neubau. Ja, aber immerhin recht gut gehalten. Und ganz oben, über dem Mittelrisalit, da haben wir ein herrliches Allianzwappen. Wer mag, kann jetzt das Video nochmal anhalten und sich das im Detail durchlesen. Nur als Information. Kurz über die Herrschaft und Grafschaft Hanau. So, wir müssen aber weiter. Kommen als nächstes an den Freiheitsplatz. Und hier treffen wir Moritz Daniel Oppenheim, geboren in Hanau, gestorben in Frankfurt. Er war der erste jüdische Künstler, ein Maler, der eine komplette Ausbildung in Hanau erhalten hatte. Ja, die Juden waren hier willkommen, zu gewissen Zeiten. Ein Schloss hat sie auch.
Aha. Und jetzt fahren wir mit dem Bus. Nein, nein, das war nur als Metaphor gedacht. Wir gehen weiter, nämlich zur Mauer des jüdischen Ghettos. Die waren doch willkommen, heißt ja, zu gewissen Zeiten. In der NS-Zeit aber, da hat man das Ghetto errichtet. Und hier haben wir Gedenktafeln. Da ging es dann ganz übel. Auch Hanau hat diesen schwarzen Fleck in der Geschichte. Man erinnert sich daran und hält die Erinnerung wach. Wehret den Anfängen auch in heutiger Zeit. Unser nächstes Ziel, die Marienkirche. Die ist jetzt in der Altstadt. Geht ins 14. Jahrhundert zurück. Als die Stadt dann wuchs, also auch die Altstadt wuchs an, hat man die Kirche erneuert. 1446. Da wurde sie umgebaut und vergrößert. Naja, ist ja gut gelungen. Ja, und hier oben keine Fenster bekommen? Nein, nein, das sind Speicherböden für Feldfrüchte, Getreide, Korn. Das hat man mit Winden hochgezogen und dann oben eingelagert. Da hatte einiges an Tonnen Platz. Ja. Auch andere Stadtkirchen, schaut mal, wenn ihr in anderen Städten seid, sehen eventuell noch so aus. Wir gehen weiter zum Altstädter Markt mit dem alten Rathaus. Das sieht zum Teil neu aus. Ja, es war das Rathaus der Altstadt. Erwähnt auch im 14. Jahrhundert, dann gab es einige Neubauten und seit 1942 nennt man es Deutsches Goldschmiedehaus. Oh ja. Hier aber nun der Marktplatz mit dem Rathaus, ein herrliches Fachwerkgebäude. Der Brunnen davor mit Justitia, hier war dann auch die Richtstätte. Gericht gesprochen wurde im Rathaus. Und hier haben wir die Hanauer Elle zu 54,38 Zentimeter. Nehmt euch Zeit, das Fachwerk ist schön restauriert, auch das praktisch völlig wieder aufgebaut, aber nach Originalvorlagen und mit alten traditionellen Techniken. Und achtet auch auf die Details, zum Beispiel am Fuße dieser Knaggen, so nennt man die Konsolen im Fachwerk. Ja, da hat es Steinköpfe. Erneuert natürlich. So. Das nächste Ziel, das Schloss an der Stelle der früheren Wasserburg. Heute möchte man es nicht mehr meinen, aber immerhin, man hat es bestmöglich wieder aufgebaut und seht, im Hof einer Wirtschaft gibt es keine Appleboy. Wir sind halt in Hessen, traditionell. Hanau war früher aber unabhängig, ja? Klar gesagt. Seht hier aus dem Jahre 1691 ein Allianzwappen Hanau-Lichtenberg. Schaut vor nochmal auf die Wappentafel. Wenn wir am Schloss entlang schauen, dann sehen wir den Wasserturm. Der Name kommt daher, dass er im ehemaligen Wassergraben der Burg stand. Und hier seht ein vermauerter Eingang, da setzte die Stadtmauer an. Auf der anderen Seite noch ein Ein- oder Ausgang. Und hier sieht man es ein bisschen besser aus dem Winkel. Da setzte auch wieder die Stadtmauer mit an. Gibt es heute praktisch nicht mehr. Wir erreichen die Johanneskirche, die wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Relativ spät, nun ja. Schaut, das ist folgendermaßen. Es war so, dass hier oben das Dach nicht mehr ergänzt wurde, da war eine welsche Haube drauf. Auch die Kirche ist praktisch neu aufgebaut, ja. Aber das Haus Hanau-Lichtenberg war kalvinistisch. Nun kam aber auch wieder Lutheraner und man wollte eine Gleichheit haben. Also bekamen die Lutheraner eine eigene Kirche. Ja. Und zum Schluss schauen wir noch mal, wer findet den Rest der alten Stadtmauer? Es gibt ihn hier, ganz klein und versteckt in einer Zwischengasse. Und auch nur deshalb, weil sie hier als Außenmauer für Häuser dient. Fenster sind eingebrochen, also längst nicht mehr original. Aber trotzdem, man sieht oben noch die Schwibbögen, da lag der Wehrgang auf. Und so haben wir immerhin noch rund 40 Meter der alten Stadtmauer. Im 18. Jahrhundert wurde so ziemlich alles abgerissen, ja, auch das davor liegende Markttor. So, Hanau, eine Stadt mit europäischer Geschichte, denn auch Niederländer und Wallonen haben mitgewirkt. So kann man sagen. So viel für dieses Mal. Ein anderes Mal eine neue Geschichte. Gehabt euch wohl.